willkommen zum heutigen Video von Zaffel. Heute ist Montag, wird das Video ankommt und ich immer Raum unter Gas. Etwas knapp wegen meiner Konfi. Aber ich habe ja schulfrei nach der Konfi. Ah ja. Und ja, ich konnte meine Konfi halt nicht richtig aufnehmen. Und wir haben hier beim Spirit eine neue Quest freigeschaltet. Und ja. Sorry. Ist es wahr? Da bist du ja. Du musst es mir verraten. Ist es wahr? Ist es wahr, dass du ein Spirit-Freund, dass du ein Spirit-Freund seid? Das ist so cool. Du musst einen echt guten Eindruck auf Spirit gemacht haben. Schule, yay! Wir müssen unbedingt feiern, dass du Spirit-Freund seid. Nimm das. Es ist etwas, auf jede Fehlliebhaber gebrauchen kann. Okay. Schüchen. Die sind schon schön. Und ich habe mir eine neue Sattel da gekauft, weil meine andere wieder bei meinem Pferd drauf ist. Jetzt habe ich mir die gekauft. Die war... finde ich auch schön auf dem weißen Pferd, nur die Ausrüstung passt nicht so ganz dazu. Und was wäre das nächste dann? Ein guter Freund. Hast du uns Bild vor kurzem wieder getroffen? Du sollst versuchen, so viel Zeit wie möglich mit ihm zu verbringen, solange er hier ist. Stell dir vor, wie toll es wäre, wenn ihr gute Freunde werden würdet. Mhm. Und ich habe meinen... Oh mein Gott, wie weit wir sind. Ich lasse mich abholen, dass wir direkt in Yala sind. Nämlich, ich habe... Lass mich überlegen. Bei den Goldfisch werden nur verbessert. Ich kann dort jetzt... eine neue Quest machen, aber wir haben ja mit dem erstmal mit dem Sieg noch was zu klären. Und seiner Freundin. Ist es seine Freundin? Hm. Das wäre eine spannende Frage. Hier ist fast niemand on, weil ich morgens aufnehme, wo die alle Schule haben. Und alle bis dahin zu spielen haben ja halt Schule. Ich nur 11 und 10 auf, das sind die Server so schön leer. Und es hängt auch gar nicht. Und das Pferd, ich reite irgendwie voll komisch auf dem Pferd. Ich weiß nicht, ob das normal so im Spiel ist, dass man auf einem Morgen so komisch reitet, aber ich finde diesen Morgen so süß. Das geht ja auch einen Morgen, aber einen anderen, glaube ich. Doch, diesen Morgen, oder? Hm. Gute Frage. Jetzt müssen die T-Shirts auch gefärbt sein, weil ich habe dir jetzt 2 Tage in Ruhe gelassen, oder? 2 Tage reichen noch, um T-Shirts zu färben, oder? Daisy. Ah, sie heißt Daisy, okay, wirklich. Ich habe gerade nur geraten. Okay, Daisy. Nun gut, die T-Shirts sind fertig und sie sind einfach super schön geworden. Ich glaube, ich werde eins für mich behalten. Ich glaube, sie wären sie auch gefallen. Dir vielleicht auch? Ich hoffe, dass sie zufrieden sein wird, da ich sehr zufrieden bin. Es war eine Freude, euch zu helfen. Sagt Bescheid, wenn ihr wieder Hilfe braucht. Mach's gut! Okay. Es gibt ja, glaube ich, jetzt ein paar... Es gibt auch Quests, wo man die Leute verkurbeln kann. Nicht nur meinte ich das, weil sie mit Lenten und Anna, diese Geschichte, war jetzt auch nicht so lang wegen der Flaschenpost. Ich finde so kleine... Sachen richtig schön. Aber ja, leider macht es das aber, glaube ich, nicht mehr so oft. So kleinen Sachen, wo du so wirklich angezeigt werden. Das ist schade. Weil es macht schon Spaß, muss sein, erstmal diese Flasche finden. Und zwar, wenn nicht bei jedem an der gleichen Stelle wäre, sondern bei jedem woanders wäre. Ja. Ich liebe diese Musik. Insgesamt ist das aber nicht so schön. Ja, sieht's. Hast du sie dabei? Wow, das wird einfach nur super. Die Kinder werden es lieben. Daisy ist sehr talentiert. Dann gibt es jetzt nicht mehr so viel zu tun, Anna. Ich brauche nur noch bis bei einer einzigen Sache deine Hilfe. Wir arbeiten mit einigen Künstlern und Bands zusammen. Sie würden gerne ihre Poster bei uns aufhängen. Deswegen dachte ich, können wir ihnen den Gefallen tun. Hier hast du ein paar Poster. Häng sie auf und gib mir Bescheid, wenn du fertig bist. Wir hängen gerne Poster auf. Ja, komm, hier jetzt so ein Poster hin mit meinem YouTube-Channel. Danke, dass du uns geholfen hast. Aber wir müssen absteigen. Das ist aber traurig. Sorry, Snowy. Nee, Snowy ist mein anderes Pferd. Wer ist denn das? Geil, Princess. Ah, okay, gut. Anna und ihren Namen. Nein! Ich mag nicht weggespült werden. Leute. Ich werde weggespült. Ich werde weggespült. Das geht gar nicht. Ich werde wieder weggespült. Nein. Ich mag nicht weggespielt werden. Wegspielen ist nicht schön. Eins. Wir können gleich jetzt mal die Post angucken, ne? Gerade möchte ich jetzt erstmal aufhängen. Manometer. Hallo. Ups, da habe ich es, Junge. Oder oben. Ja. Nee. Okay, Anna, guck nach oben. Okay, warte, wir machen es anders. Geh schnell außen rum. Geh da rum. Warte, okay, wir müssen uns da aufsteigen. Sonst komme ich hier nicht mehr aus diesem Drecksloch raus.
Okay, das war gerade voll. Nein! Leute, das ist voll geil, wenn ich so abgespielt werde, oder? Passiert das euch auch manchmal? Ne, die machen so einen Futterbug oder so weg, aber diesen dummen Bug hier machen die nicht weg. Dumm kann man sein, ne? Der Bug ist so scheiße, Alter, der bringt niemanden aus. Das ist so was. Kennst du hier so ein Feuerposter, hier oben für so ein Mädchen, hier für Miss Creed, Screens, hier für Miss Creed nochmal. Ah, ich glaube, es ist alles das gleiche. Das gleiche Band oder wie auch immer. Ja. Diese Stiefel passen hier voll zu dem Sattel heute. Zum Ernst. Okay, sieht, wir haben aufgehängt. Ich hoffe, wir bekommen so ein geiles T-Shirt, was die gemacht hat, weil er gesagt, es wäre so schön. Fertig. Mega. Einfach klasse. Ich kann nicht genug danken. Das ist alles so weit und der Laden kann eröffnen. Hier bekommst du ein cooles Shirt als Dank für deine Hilfe. Ich hoffe, es gefällt dir. Ja, gucken wir uns auch mal gleich mal den Laden an. Oh, das ist geil. Das passt auch irgendwie so ein bisschen zu den Klamotten, die wir anhaben. Aber zum Hut, der passt irgendwie nicht so gut zu allem. Süß. Ich bräuchte mal eine andere Perspektive. So. Dieser Rock. Der ist schon schön. Dieser Rock. Der ist auch geil. Aber der passt gar nicht zu dem T-Shirt, was ich gerade anhabe. Dieses Top, das ist auch geil. Die Schuhe sind mega geil aus. Die passen so halb zum T-Shirt. Der Hut, ach, der ist auch geil. Die Handschuhe finde ich jetzt nicht so. Das sieht so rockermäßig aus, aber gerade passt es gar nicht zu meinem Outfit. Das auch nicht. Geht so ein bisschen zu dem Ding. Trense. Das T-Shirt sieht auch geil aus. Das ist von dem Poster da hinten. Und das auch, nur andere Farbe. Diese Zügel. Oh, die sind schön. Das ist der Sattel. Oh mein Gott, der ist voll schön. Das ist wahrscheinlich von diesem da hinten, von dem Poster da. Und hier nochmal. Wie heißt Gamaschen. Geil. Sieht einfach geil aus, wenn man das Set da hat. Okay, Leute, weil ich jetzt noch nicht so lange aufgenommen habe, dachte ich mir, wir gucken mal schnell, wo wir hier in Yala was haben und reiten dorthin. Hier, neue Zeiten auf dem Goldspurgelände. Hey, wir haben das Queen Toll Jump schon. Leute, ich bin gerade irgendwie voll mies gelaunt. Das haben wir doch schon. Wir haben das Queen Toll Jump schon. Was für Probleme hat Starstable gerade? Das Queen Toll Jump. Gibt es da zwei oder wie? Yay. Okay, neue Zeiten auf dem Goldspurgelände. Ich habe so ein bisschen mal die Uhr, also noch ein Herzwagen gehört, was der da so gesagt hat. Da hat er schon etwas echt Spannendes erzählt, ne? Mal gucken, ob das jetzt wahr ist, was der da erzählt hat. Das wäre schon cool, ne? Bei dem müssen wir auch unbedingt muss ich auch unbedingt mal rufen lassen, dann machen wir wieder beim Zahnfilz wieder weiter. Bald habe ich ja auch noch eine Quest, aber ich werde erstmal hier weitermachen, weil wir waren dann jetzt davor erst beim Zahnfilz mit Freya und so. Ja, und wegen der letzten Quest bei den Zahnfilz, da werde ich dann erstmal ein Auge zudrücken und jemand anders machen, weil ich ja nicht will, dass da mit der letzten Quest, wenn wir den Ruf ganz oben haben, da mag ich ja nicht direkt verraten, was es ist. Und jetzt bei den Goldbus wäre es was anderes, weil es halt ein Rennen ist, wahrscheinlich. Wie ich so merke, so ein bisschen. Und ja, vielleicht das Rennen ein bisschen vergrößert wurde oder so. Ja, Angus, was ist denn lieber los, Herr Angus? Neuzeiten auf dem Goldspurgelände. Hallo Anna, gute Nachrichten, hör zu. Philipp Sanfield kauft einen neuen Pferdetransporter und gibt ihn uns den alten. Und gibt uns den alten. Es wurde aber auch wirklich Zeit, dass wir einen Pferdetransporter bekommen. Das wird vieles einfacher machen. Könntest du zu Philipp reiten und ihm sagen, dass wir den Transporter jetzt entgegennehmen können? Danke, Anna. Und bitte bestelle allen auf der Sandfarm viele Grüße. Okay, gut, es gibt Goldspurhof. Yay. Dann lassen wir uns abholen natürlich, weil wir ja so faul sind, um zu reiten. Und da ich ja nicht weiß genau, wie die Folge, wie lange sie schon geht. Oh, ich hoffe, wir müssen den Transporter jetzt nicht in dem Pferd irgendwie so ziehen oder so. Ich hoffe, der ist dann direkt dort und wir müssen dem nochmal Bescheid sagen, dass er jetzt angekommen ist oder so. Ja. Das war schön. Jetzt haben wir da so zwei Quests bei dem Herrn Philipp und ein Herzchen bei dem Herrn Philipp. Glaube ich. Ja. Da seht ihr, wenn es so ist, dann hat man was Blaues.
Also eine Daily. Oh Mann! Hallo, Herr Philipp! Neuzeiten auf dem Goldsprunglande. Okay, doch nicht. Hallo, Anna. Bist du wegen des Feldtransporters hier? Ich hatte ihn schon losgeschickt. Ist er noch nicht angekommen? Leider nicht. Komm, einmal machen wir noch. Transportprobleme. Das ist komisch. Ich habe unseren alten Transporter gestern schon losgeschickt. Er sollte schon längst da sein. Wer ihn gefahren hat? Jack Goldspur. Er sagt, er wolle uns mit dem Transporter helfen und würde ihn für uns ausliefern. Möglicherweise hat er mir nicht richtig zugehört, dass er auch in Richtung Koppelinsel gefahren ist, anstatt durch die Stadt zu fahren. Er fuhr unheimlich schnell, aber ich dachte, dass er schon weiß, was er da macht. Es wäre wohl besser, wenn du mit ihm darüber sprichst. Ich hoffe, es klappt. Ich habe hier eine Freundschaftsanfrage. Okay, die nehme ich mal an. Oh ja, geil. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Nein, sorry, wenn ich aufnehme, nehme ich keine Gruppenanfragen an. Und wenn ihr aufnehmt, weiß ich, warum ich mit jemandem aufnehme, als meine, wenn ich mit meinen besten Freundinnen aufnehme oder so, dann ist es ja was anderes, weil es gibt ja auch andere YouTuber, die mit ganz großen YouTubern auf. Also keine Angst, so selbst mit Alicia hat manchmal aufgenommen. Und es ist ja, weil meine Freunde, das sind halt meine richtig, richtig gute Freunde von mir. Und deswegen nehme ich ja mit denen manchmal auf. Und ich nehme jetzt nicht mit jedem auf, weil das nicht so ist. Aber ich schreibe ihr jetzt mal, weil sie mir... Dina ist jetzt dein Freund. Ja, weil muss ich jetzt mal sagen... Sorry, keine Zeit nehme... Okay. Dann weg. Und jetzt zu Jack. Und dann aber auch die Folge beenden. Ne? Princess. Erstmal dabei und direkt wieder so viele Flunk auf Sungar, Jack. Ne? Howdy, was kann ich für dich tun? Feldtransporter, diese alten Karren war doch nichts mehr. Ist doch egal. Wo er gelandet ist, wen kümmert's schon um so einen alten Schrott? Angus, ich kenne meinen Bruder Anna. Morgen wird alles vergessen haben. Glaub mir. Du glaubst nicht... Es war schon so, als wir noch klein waren. Ich habe irgendeinen Unsinn angestellt und er hat mich so lange gejagt, bis er dann plötzlich doch keine Lust mehr hatte. Dann sprechen wir für eine oder zwei Jahre nicht miteinander und alles ist wieder beim Alten. Genau wie immer, kein Grund zur Sorge. Wollen wir nicht Karten spielen? Mir ist so langweilig. Nein, Jack, leider muss ich jetzt die Folge beenden, sorry. Und es ist schon fies, was du mit deinem Bruder machst, weil Geschwister helfen sich normalerweise. Und ja, vielleicht kann uns dann nächstes Mal auch Jill ein bisschen helfen und nicht nur Jack, also dass er uns vielleicht eine Jill schickt oder so. Weil ich mag Jill, finde ich viel sympathischer als Jack. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.